runter! Das Internet ist groß, das Internet ist toll, doch auch das Internet hat seine Schattenseiten. Und damit meine ich nicht das ach so böse Darknet, weil Schatten sind ja dunkel, das Darknet... Seiten, die groß und populär sind, jedoch aber auch von vielen anderen Menschen als Kanker angesehen werden. Und eine davon ist ganz weit vorne und es ist schon fast ein Meme, was gegen diese Seite zu sagen. Und zwar... Hate. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht sonderlich viel Ahnung von der Seite. Das ist so eine Seite, auf der man irgendwie nie war, aber irgendwie alle sagen... Du hast was von BuzzFeed geliked und... Ich glaube, das ist eher so ein Facebook-Ding. Und da ich nie auf Facebook unterwegs bin, bekomme ich das gar nicht so viel mit. Außer natürlich nur... Ja. Aber heute gehe ich diesem Meme auf den Grund und werde diese Seite mir anschauen. Kommt mit, meine Freunde. Einfach in deine Fresse. Hate. 20 Muschi-Bilder zum Verschicken, damit du selbst keine machen musst. Ich bin keine 5 Sekunden auf dieser Seite und ich kann schon nachvollziehen, wieso Leute ein Problem mit dieser Seite haben. Wow. Oh mein Gott. Da kommen echt Katzen. Es ist dein Scheiß Ernst. Da kommen halt echt... Wow. Wow. Würde man dieses Bild als Thumbnail und das als Videotitel verwenden für ein Video, dann glaube ich, ist man sehr schnell in den Trends und hat auch sehr schnell viele Dislikes. Ich komme gerade echt nicht drauf klar, ey. 24 Dinge, die du nur verstehen kannst, wenn du wirklich gerne zum Sport gehst. Wirklich. Wenn ihr wirklich, also wirklich, ja? Nicht einfach so, sondern wirklich. Doch, du kannst das nicht nachvollziehen, denn trainieren ist ungelogen einer der besten Abschnitte deines Tages. Ich verstehe irgendwie den Zusammenhang nicht zwischen Bild und Fakt. Liegt es daran, dass ich keinen Sport betreibe? Vermutlich ja, ich verstehe diese Sprache nicht. Die ist mir zu hoch. Jetzt kommen auch noch Memes und recht bekannte Bilder von... Oh, sogar GIFs aus Serien. Und Instagram-Bilder von Stars. Was ist das für ein Artikel? Das sind nicht 24 Facts, das sind 24 geklaute Bilder. What the fuck? Shit. 23 Fotos, die dich für immer verfolgen werden, sobald du sie anguckst. Mich verfolgen so einige Bilder. Besonders die Bilder, die gekommen sind, als ich nach Shrek... Naked gegoogelt habe. Dieses Foto eines Eherings. Das ist einfach so ein Putenschnitzel und dann haben sie da so einen Ring oder eine Kette irgendwas dran gemacht. Inwiefern soll mich das jetzt verfolgen? Moment. 23 Fotos, die dich für immer verfolgen werden, sobald du sie anguckst. Bin ich zu doof für die Seite? Shit. 20 versaute Botschaften in Trickfilmen, die dich wahrscheinlich etwas verkorkst haben. Der wahre Grund, warum Thaddäus immer eine schlechte Laune hat. Das ist ja ein... Penis. Penis, 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 Ficken, Sex, Penis, Penis. Wo zur Hölle soll da denn bitte Sex stehen? Also wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr dort auch ein... Ja, Keggy. Moment, wenn ich genau hinschaue, dann steht da... Der Keggy ist schlechter als Keggy. Wow. Penis, Sex, Sex, Penis, Sex, Penis, Sex. Wow, what the fuck ist das für eine Seite? Diese Bilder haben mich weder verkorkst noch meine Kindheit ruiniert, sondern einfach nur gezeigt, dass dieser Artikel von einem pubertären Kind geschrieben wurde. Mein Gott, ey. 27 Bauarbeiter, die ihrer Krankenschwester nur ein Foto zeigen müssen. Geklaute Bilder von Bauarbeitern. 27 Momente, die du alle vermisst, wenn du als Dorfkind in der Stadt lebst. Knallerbsen ploppen lassen. Dorfkind-Momente. Dorfkind-Momente. Wenn der Busfahrer extra 2 Minuten wartet, weil wieder wer zu spät ist. Dorfkind-Momente. Moped fahren auf dem Feldweg und nicht in der Fahrschule gelernt. Dorfkind-Momente. Steht das jetzt auf jedem Bild? Facebook.com/dorf. Es gibt eine Facebook-Seite, die sich Dorfkind-Momente nennt. Ich dachte kurz einen Moment, das wäre wirklich eine eigene Idee von der Person, die diesen Beitrag hier erstellt hat. Dieses Dorfkind-Momente. Aber es gibt eine ganze Facebook-Seite dazu. Die haben das einfach wahrscheinlich alles davon gerippt. Nice. 60 merkwürdig befriedigende Käsesekunden. Alter, ist das laut. Bah, greift ja nicht mit den Fingern. Bah! Bah! Wofür gibt es Besteck? Boah, die Finger machen mich so fertig, ne? 16 Kinder, die das Leben schneller begriffen haben als du. I did my 6-year-old nicest makeup, then let her do mine. What the fuck?
Fuck, ich verstehe den Zusammenhang zu der Überschrift nicht. When I was 8 years old, my neighbor's dog kept pooping on my yard. So one day I pooped on his yard. Das wiederum verstehe ich. Das, by the way, erinnert mich an mein altes Tagebuch aus der Kindheit. Moment. Ich war früher nämlich auch ziemlich edgy. Nicht, dass ich heute weniger edgy bin, aber damals war es schon ziemlich extrem und da hatte ich auch so ein Tagebuch. Und ja, da sind kleine Digimon-Tattoos draufgeklebt. Digimon war der Shit damals! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Da ist das edgy Bild, was ich gesucht habe. Sieht man das? Das bin ich und ich denke gerade daran, wie Freunde von mir sich alleine treffen, ohne mich zu fragen. Und ich sitze da und sag, mir ist langweilig, ich habe nichts zu tun und unten steht ganz groß... Echt tolle Freunde! Arschlöcher! Oh Junge. Heißt das, ich habe schon auch als junges Kind das Leben verstanden? Weil irgendwas Dummes von einem Kind hier rein zu posten, passt ja in die Überschrift. Ja. Shit. Ich habe genug von dieser Seite gesehen und genug von dieser Seite gelernt und werde es jetzt adaptieren. 10 Bilder, die dein Leben verändern werden. Ja, das werden sie. Es klingt nicht nur so dramatisch, sie werden es definitiv. Hier nackter Arsch mit einem wunderschönen Arschbacken-Tattoo, damit du dranbleibst. Danke. Junger Bursche, der aussieht wie 12, ist eigentlich 14. Es gibt einen SpongeBob-Sandwich-Maker. Swaggy Caggy nach seinem Drogenkonsum. Naja, eigentlich ist er 16. 16! Mohnkuchen. Kindheit zerstört. Der Moment, wenn man sich rasieren sollte. Ja gut, 15,5 Jahre. Fuck 3 wurde übersprungen. Hast du es gemerkt? Natürlich gibt es Fuck 3, als ob ich dich zählen kann. Was ist los mit dir? Auf in die Trends. Tschüss. Ja, vielleicht war er doch schon 16.